Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Der Sommer hat begonnen, gleich mit einer schlechten Nachricht. Die Jagdgesellschaft des Königs hat eine unserer Dorfbewohnerin angeschossen, die Ulrika, und die arbeitet dadurch 3% langsamer. Ich begrüße euch hier zur 50. Folge hier in unserem Dorf am Wasserfall. Wir reden natürlich wie immer zuerst mit unserer Frau, mit unserer Gattin, wie es geht. Hallo Ludumira. Wie geht es? Naja, Handwerksmaterialien ist mir ganz kaum klar. Mach's gut, meine Liebe. Immer dasselbe, alles klar. So, wir werden heute ein weiteres Haus bauen, um weitere Leute holen zu können. Aber zuerst muss ich mal überprüfen, ob... Oh, wir haben Fähigkeitspunkte. Die können wir auch gleich mal vergeben. Habe ich denn unsere Jagdhütte schon besetzt? Ja, nee, halt. Die Jagd hier ist er. Nein, die haben wir noch nicht besetzt. Also, die Jagdhütte müssen wir besetzen mit dem Dalemir. Den stecken wir in die Jagdhütte. Alles klar. Wir haben übrigens gestern nochmal die 20 Messer gemacht. Und in Ressourcenlager gelegt. So, schauen wir mal, ob noch irgendwo wir was unternehmen müssen. Wir haben jetzt 24, es waren noch 4 Messer drin. 24 Steinmesser haben wir jetzt und auch noch 15 Steinäxte. Na, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder Rundhölzer. Wir haben 60 Rundhölzer. Die sind ja richtig gut, unsere Leute. Dann nehmen wir gleich mal 26. Und schaffen das in das nächste Haus, das wir bauen werden. Irgendwas Schweres haben wir noch einstecken. Schauen wir mal. Decke 30, 17 Steine, alles klar. Wir haben ja gar nicht alle Steine gebraucht, um Messer zu produzieren. Alles klar. Habe ich vergessen rauszutun. Machen wir nachher, wenn wir wieder ins Ressourcenlager gehen und die Bretter für die Stämme für Bretter holen. Beziehungsweise können wir die Steine ja gleich hierher schmeißen. Da brauchen wir sowieso 76 Steine hier. Ja, und dann legen wir auch gleich die Steine ab. Da brauchen wir dann bloß noch 59. So, und jetzt holen wir uns gleich ein bisschen sauber machen wieder hier, was hier rumliegt. So. Stecke sammeln, die kann man immer gebrauchen. ...18 Rundhölzer und Bretter zu fertigen. Wir haben zwar auch noch 23 Bretter drin, aber die lassen wir erstmal im Ressourcenlager liegen. So, Steckchen raus, die brauchen wir nicht. Ne, die brauchen wir nicht. Ne, Quatsch, nicht wegschmeißen. So, jetzt brauchen wir noch 18 Rundhölzer. Akzeptieren. Wir müssen auch mal schauen, was wir alles so heute geerntet wird. Wir haben Sommer. Auf alle Fälle wird ja der Flachs geerntet. Dann
weiß nicht, ob Möhren oder sowas geerntet werden. Die müssen wir nämlich weglegen. Denn ihr kennt doch unsere Leute, wenn die ins Lebensmittellager gehen, die futtern ja zuerst den Kohl und so alles weg, ehe sie ins Fleisch rangehen. So, wir machen jetzt hier noch 16 Stämme zu brettern und wir sehen uns gleich wieder. So, Bretter sind jetzt fertig. Aber da werden wir, glaube ich, in Borobor oder werden wir nicht viel Glück haben, um Leute zu finden. Da müssen wir wahrscheinlich etwas weitergehen. So, wir haben hier den schönen Hammer dabei. Haben wir natürlich nicht dabei. Also legen wir die Bretter erstmal ab und holen uns einen Hammer. Und bringen uns noch die restlichen 59 Steine mit. Haben wir denn noch irgendwas drin, was uns eine Karotte, die können wir futtern. Die Speisemarschel, ja, die können wir auch futtern. Machen wir gleich mal. Und die Karotte, die putzen wir weg. So, sonst haben wir ja eigentlich nichts weiter. Die Bronzeaxt werde ich dort oben wieder in die Ecke schmeißen. Ich könnte sie ja mal bei mir in der Truhe legen. Aber das vergesse ich jedes Mal, dass ich dort unten reinlege. Na, dann haben wir sie hierher. So. Was haben wir denn an Steinen hier drin? Die lassen wir, glaube ich, mal drin. Wir brauchen ja auch Steine, dass die was produzieren. Aber bloß mal gucken. 58, gut. Hier nehmen wir hier. Hier haben wir 177. So, da müssen wir wegwerfen. Akzeptieren, genau, haben wir 58 dabei. Und das 58, nee, wir brauchen noch 59. Da müssen wir hier in rein. Da habe ich mich jetzt vermehrt. Dann nehmen wir hier noch einen raus. Das ist nicht das Problem. So. Ach. Der Hammer. Der Hammer fehlt. Dann nehmen wir erstmal einen, den hier angefangenen mit. Und einen anderen noch. Nee, nicht alle 7. Habe ich jetzt alle 7 genommen? Ah, natürlich. Das war nicht so geplant. So, jetzt aber. Gut. So, den legen wir uns wieder wie gehabt auf die 2. Und, ja, erkennt das Spiel. Ich kann da jetzt auch mal ein bisschen meine Kusche halten. Da kann ich das nämlich nachher beim Schneiden beschleunigen. Ihr kennt ja das Schauspiel, wie das hier weitergeht.
So, der letzte Giebel. Fertig. Perfekt, wieder ein Haus fertig. Schauen wir hier rein, wie es mit dem Essen aussieht. Ach, wir haben auch noch ein Fett. Noch so viel haben wir ja gar nicht zum Rauswerfen gehabt. Ich wollte gerade sagen, wir hätten könnt noch irgendwas sammeln zum Herschmeißen. Das stimmt schon. Aber wir können jetzt im Sommer noch einmal zuschlagen und Beeren sammeln und hier in die Ecke schmeißen. So, jetzt schaffen wir aber wieder unseren Hammer weg und lassen unsere Holzfäller das Ressourcenlager wieder auffüllen. Oder wir nehmen erstmal halt noch ein paar Rundhölzer mit, was wir noch hier drin haben, und machen unser Ressourcenlager weiter. 29 Rundhölzer haben wir. Stöcke, Steine brauchen wir keine. Ich weiß nicht, ob das mit Holz gedeckt wird oder mit Stroh. Das müssen wir mal schauen. FEF. Hammer haben wir noch ein. Stecken mit 30%. Mal sehen, wie weit wir jetzt damit kommen. Das haben wir ja noch hier unten stehen, unser Ressourcenlager. Ressourcenlager 2. So, mal sehen, was das jetzt hier. Wie weit wir machen. Erstmal den Innenausbau. So, wird da alles fertig, so. Wir brauchen Bretter, alles klar. Wir brauchen Bretter. Dann werden das bestimmt wieder 36 Bretter werden, denke ich mir mal. 6 mal 6, denke ich mir. Oder sind es plus? Na, das ist jetzt egal. So, wir fangen hier an. Wir holen jetzt auch erstmal die restlichen Bretter, die wir noch im Ressourcenlager haben. Und werden die erstmal verbauen. Was macht unser Hammer? Der ist gleich hinüber. Wir haben hier unser Lager schon. Oh, da sind wir noch 800 Kilo schon wieder drin. So, Bretter haben wir jetzt nicht. Ach, die machen ja auch Bretter, stimmt. Dann nehmen wir mal 36 mit. F. Akzeptieren, und dann nehmen wir aber auch noch einen Hammer mit. Gut. Und da werden wir gleich mal abzählen, wie viel Rundhölzer wir noch brauchen. Fürs Dach brauchen wir ja bestimmt auch Rundhölzer. Also, Kohl haben wir. Kohl haben wir. Hier waren Zwiebeln drauf. Oder kommt Zwiebeln? Das ist ein Flachsfeld. Das ist ein Flachsfeld. Da ist noch nichts drauf. Und hier ist auch noch nichts drauf. Wir brauchen ja auch Dünger. Gut. Wir werden wohl doch noch etwas Dung kaufen müssen. So, da mal sehen hier. Wir werden sehr drum. Wir brauchen auch Rundhölzer. Ja, nee, wir brauchen nicht so viel Bretter. 30 Bretter werden wir gebraucht haben. Wie viel haben wir jetzt noch dabei? 6, gut. So, dann wollten wir es mal abzählen. Wir brauchen 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 44, 48 und 6 fürs Dach oder 50 fürs Dach. Gehen wir mal von 6 aus. Sind 54 Rundhölzer, die wir noch brauchen werden. Und ich denke mal, die sind nächsten Tag da. Ach ja, ich habe immer einen Frosch im Hals. So, gut. Wir müssen auch mal sehen, dass wir bald mal ein paar Fackeln machen können. Damit wir unser Dorf mal ein bisschen beleuchten können. So. Brennholz steigt, das ist gut. Dünger haben wir noch 19, Dünger haben wir noch 43. Verdorbnis haben wir keins mehr. Halt, was haben wir an Leder drin? Wir haben Leder haben wir schon wieder 77 drin. Da würde ich sagen, wir nehmen uns mal noch 60 raus. Akzeptieren, dann machen wir uns 20 Taschen. Blitzen runter nach Gostovia zum Edwin oder zum Subimir und holen uns den Hammer, schaffen wir wieder zurück und holen uns noch etwas Dung, damit ihr noch ein bisschen Dünger anfertigen könnt. Hammer wollten wir weglegen. So. Den Hammer haben wir raus. Gut. Alles klar. Hier nehmen wir unsere Axt mit. Können wir vielleicht unterwegs noch ein paar Bäume fällen. Können wir auch ein bisschen Hand mit anlegen an das Holzfällen und für unser Ressourcenlager, dass wir da noch ein paar Bäume zurecht machen können. So, was wollte ich jetzt hier hin? Ich wollte bestimmt was zu essen holen. Habe ich was zu essen dabei? Nein. Gebratenes Fleisch. Dann nehmen wir erstmal hier was raus. F. 10 reicht erstmal. Jo. Und jetzt flitzen wir mal runter nach Gostov, ja, zum Edwin. Zeigt die Uhr. 14.52 Uhr. Naja. Ist der Tag ja auch schon bald wieder zu Ende. Immer wieder zurück sind. So, hier querfällt ein. Aufpassen hier. Trotzdem immer ab und zu noch ein paar Wildschweine rum. Am besten wir bewaffnen uns mal mit einem Pfeil und Bogen. Und hier sind dann schon Bären, die wir blicken können. Auf dem Nachhauseweg. Können wir gleich dann in die Ecke schmeißen. Und vielleicht 50 Bären ins Lebensmittellager, falls wieder einer kommt und will im Winter Bärensaft machen. So, der Edwin. Ich denke mal, dass dann endlich mal sich auch auf sein Feld rumtreibt. Oder ob da. Keine Ahnung. Zum Alwin gehen wir morgen. Das machen wir heute nicht. Das ist der Lobomira. Hier oben ist niemand. Keiner hier auf dem Feld. Mhm. Das ist der Alwin. Mit dem reden wir heute nicht. Er spittelt uns bloß ein Quest auf. Ach so, wie mir. Na, zeig mir deine Ware, mein Freund. Ich habe erstmal wieder ein paar Taschen für dich. Habe ich überhaupt schon die Taschen? Nee. Die habe ich ja noch gar nicht gemacht. Das Leder habe ich dabei. Aber wir können ja erstmal noch Geld einstecken. 6.000. Dung nehmen wir mal mit.
56 Mal. Alles Dungnemmer mit F, E, F. Alles klar. Und tschüss. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Taschen fertig. Und dann schauen wir, wo der Edwin ist. Der hat ja auch noch Dumm, denke ich mir mal. So, wir gehen hier mal aus der Schusslinie. Kuh. Und die Taschen rein. Ja, nee, 20 Taschen. Jetzt der Rasimir und wir kommen gleich wieder. Das ist ein Geschnatter, wenn du hier stehst. So, ich habe vorhin gesagt, dass da nichts an Leuten. Ist ja neue Jahreszeit. Da müssten ja neue Leute am Lagerfeuer sitzen, denke ich mir. So, mal gucken, wo der Edwin. Da muss ich ja auch irgendwo rumtreiben. Das ist der hier oben mit der Ehre dran. So, das hier. Das müsste sein. Hallo Edwin, zeig mir deine Ware. Ich habe erstmal schöne Taschen für dich. 20 Taschen habe ich für dich. Und dann möchte ich mal schauen, ob du Dung einstecken hast. Du hast Dung einstecken, ist ja fallen. F, E, F. Da haben wir Dung gekauft. Und was hat denn der noch? Nehmen wir mal schon mal einen Apfelbaum oder sowas mit. Man könnte schon mal einen Baum kaufen, würde ich sagen. Hier so ein Apfelbaum. Apfelsämling. Jawohl, wir kaufen uns ein Apfelsämling. Leb wohl. Den ersten Apfelbaum neben unser Haus bauen. Pflanzen bauen. Also ehrlich. So, da schauen wir mal. Ah ja, gucke hier. Der Otto. Und die Grimilda. Na, der ist aber auch nicht so richtig. Auf der Höhe ist der Otto hier nicht, oder? Übt der für irgendwas? Otto. Otto heißt er ja nicht. Otto. Otto. Was kannst denn du überhaupt? Der ist erst 18. Naja, gut, man sehe es ihm nach. Wir gehen erstmal raus, leb wohl, mal gucken erstmal, was du kannst. Wo rammelt er denn jetzt hier? Na ja, setz dich dorthin. So, er kann jagen, abbauen. Kräften kann er gar nicht. Naja, gut. Aber hier haben wir eine kräftige Dame. Die hat eine 3 im Crafting. Der Grimilda. Oh. Die ist 22. Schaffe neue Siedlung. Gut, sehen wir uns dort. Der Grimilda. Die hat eine 3 im Crafting. Das ist schon mal gut. So, und wir gehen jetzt mal hier runter ins Wasser. Trinken erstmal einen Schluck. Die müssen wir nachher sehen, wie wir sie. Die ist 22. Naja. Mal sehen, wie wir die jetzt. In welches. Oh, da liegen wieder die Steine rum. Oh, Leute. Die müssen wir aus der Stecke mitnehmen. Jetzt kriegen wir den Stein und den Stein. Ach, da liegen sie rum. Jawohl, nehmen das Johanniskraut. Aber jetzt will ich auch. Ist das kein Stein gewesen? Nee, das war keiner. Die täuschen manchmal diese Klumpen. Diese Erdklumpen. Hier hätte ich echt gedacht, das ist ein Stein. Ist aber keiner. Gut. Gut, wir gehen jetzt hier unten am Wasser lang nach Hause. Wie spät haben wir es? Ist schon wieder 8. Wie ist denn die Zeit vergangen? Schon wieder 6:45. Gut, dann nehmen wir noch ein paar Steine mit.
die hier so rumliegen, kann man ja immer gebrauchen. Steine sind unverzichtbar. Zu essen braucht man zurzeit ja auch nichts zu kochen. Ja, und wenn man noch ein bisschen breitblättrig mit, kann man auch immer noch gebrauchen. Steine haben wir schon wieder, 26. Aber wir bauen jetzt keine Messer. Nein, machen wir jetzt nicht. Oh, sind wir schon leicht überladen. Also, Steine liegen lassen, jetzt gehen wir ein. Aber wir müssen sowieso was essen, da können wir uns gleich... Oh ne, das können wir nicht verdrücken. 2 Kilo schaffen wir nicht. Habe ich was zu essen? Doch, ich habe da was eingesteckt, genau. Ja, gut. Aber wir schauen gleich nochmal in unser Management hier, wo wir die stecken wir gleich in unser neues Haus. Genau, wir haben ja ein neues Haus. Und dann schauen wir mal, wo wir das Mädel einsetzen. Habe ich nicht, doch hier ist es Haus. F, Lernplatz zuweisen. Die Krimmelta. Alles klar. So. Jetzt hat sie eine Unterkunft, hat was zu essen. Halt, wir machen eins. Zwei Messer bauen wir. Da müsste man eigentlich an Gewicht verloren haben. Ja, das, wir haben das geschafft. An Gewicht haben wir verloren. Und jetzt können wir auch flitzen. Die schaffen wir gleich wieder ins Ressourcenlager. Da können wir ja immer Messer gebrauchen. Und da schreien wir mal. Ah, hier liegen ja auf dem Weg immer noch die Steine rum. Die müssen wir dann mal holen. Da unten, das sind 40, das sind 50. Ich glaube, da hinten liegen auch noch 2 oder gar 3 so eine Häufchen. Also es sind schon noch ein paar Steine, die hier rumliegen. Und wie sieht es denn aus mit den Möffeln? Riechen wir wieder. Da gehen wir nämlich gleich mal ein bisschen uns waschen. Wir müssen uns mal so ein Bottich bauen. Nur noch 5%. Das ist nicht richtig. Dass wir hier nicht so richtig sauber werden. Wenn du dich am Bottich schwächst, dann bist du sauber. Aber hier an dem... Jetzt sind wir bei 0%. Alles klar. Gut. Der Mond kommt schon wieder raus.
Was? Halb neun und unsere Ludomira liegt schon im Bett. Stellt euch das mal vor. Die ist geschafft vom Tag. Zum Kinderwiegen. Ja, wir räumen den Mist bloß noch raus und dann gehen wir auch nach Hause. So. Was habe ich denn rauszuholen? Wieso habe ich denn den Langbogen schon wieder eingesteckt? War bestimmt vorhin. Ein Steinmesser kommt rüber. Also ich habe bloß eins gebaut, alles klar. So, dann haben wir hier diesen Apfelsämling. Und die 115 mal Dung. Die 36 Steine und nochmal 7 Stöckchen haben wir auch noch. So, und jetzt gehen wir nach Hause. Die 50. Folge war recht kurzweilig. Die ist schon wieder zu Ende. Ging irgendwie schnell heute. So, wir gehen zu unserer Ludomira aufs Bärenfell. Und wir sehen uns dann zum nächsten Tag wieder. Da müssen wir zum Alvin und schauen, was der Schlawiner von uns will. Alles klar, meine Freunde. Wir hauen uns jetzt hier mal aufs Ohr zu unserer Ludomira. Alles klar, und ich sag dann mal tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.